Tim, herzlichen Glückwunsch. Was für ein Drehbuch. Sag uns mal, was in den letzten Minuten los war. Was geht in einem davor? Alles oder nichts im letzten Spiel zum Punkt treten, den Aufstieg in der Hand haben. Gar nicht viel, um ehrlich zu sein. Ich habe versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich habe früh den Ball geholt, weil ich der Meinung war, es gibt einen Siebenmeter. Ich habe mir einfach gesagt, ich habe jetzt viele Jahre hier gearbeitet und irgendwie wäre das doch der schöne Abschluss und nicht der andere Abschluss, den ich mir hoffe. Und habe ja, positiv gedacht und schön, dass es geklappt hat. Nimm uns mal mit in diese Gefühlsachterbahn. Was geht dann da? Pure Erlösung, Leere, was ist da in dir? Ja, erstmal viel, viel Leere. Ich bin jetzt noch nicht so emotional, wie ich es davor gedacht habe. Es ist schwierig, das Ganze in Worte zu fassen und für mich zu verarbeiten. Ich glaube, es braucht noch einige Zeit, um das einzuordnen mit dem Spiel, mit dem Saison, respektive Karriereende. Das ist sehr, sehr viel, das da aufeinander kommt. Und drum im Moment noch eher Leere und Freude natürlich. Aber das ist diese Mannschaft, oder? Mit 7 Toren zurückliegen und ja, eigentlich ist da nicht mehr viel zu machen. Die Zeit läuft euch davon und ihr kommt da wieder zurück. Also unglaubliches Comeback, oder spricht einmal mehr für diese Truppe. Du als Kapitän, was zeichnet diese Mannschaft aus? Ja, ich glaube, du hast gesagt, dass wir nicht aufschrecken. Wir haben in dieser Saison nicht so viel erleben müssen, dass wir zurück sind und dass wir nochmal rankommen müssen. Aber wir haben uns dafür vorbereitet. Wir wussten, die Situation kommt. Und ja, ich habe gesagt, wir müssen dran glauben. Alles andere macht keinen Sinn. Wir müssen positiv sein. Und ich glaube, das haben wir über die vielen Spiele hingekriegt, gegen Fulling, schwierige Phase und dann hingekriegt. Mir hat sich das, glaube ich, gezeigt, dass wir da einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben und das Team gewachsen sind, jeder für sich, aber auch als Mannschaft und dann halt, ja, so einen Abschluss machen können. Es gab ja den einen oder anderen, der schon behauptet hat, ihr habt das Drama so vorbereitet. Für dich, für den Abschied. Ist da was dran? Nein, da ist gar nichts dran. Wir haben uns das komplett anders vorgestellt. Wir haben uns vorgenommen, das Spiel einfach zu gewinnen, umgeschlagen zu sein in unserer Halle für dieses Jahr. Haben wir nicht erreicht. Trotzdem hat es gereicht für unser Ziel. Und ja, wir nehmen es natürlich gerne so mit, wie es jetzt heute gekommen ist. Aber ich glaube, das Drehbuch hätten wir uns natürlich anders vorgestellt. Trotzdem, mehr geht nicht für dich. Mit dem Wurf ins Glück sich zu verabschieden, wie fühlt sich das an? Unglaublich. Man kann es nicht besser schreiben. Asi hat mir auch schon gesagt, ich darf den Handball nicht mehr in die Hand nehmen, weil es einfach besser nicht mehr geht. Ja. Von dem her, ja, wunderschön, dass es so aufgegangen ist und dass es so ein schöner Abschluss ist. Und dann blick gerne mal auf deine Zeit bei der HSG zurück. Ich weiß nicht, kann es mir nicht vorstellen, aber fließt die Zeit da so ein bisschen, geht die Zeit an einem vorüber, was du erlebt hast bei der HSG? Viele Höhen, einige Tiefen und jetzt nochmal so ein absoluter Höhepunkt. Ja klar kommen die Gedanken. Wir sind in den letzten Wochen gekommen, Erinnerungen an das Spiel zu Hause gegen Rostock, Erinnerungen gegen andere Spiele, von anderen Spielen. Das kommt immer wieder mal, ist in letzter Zeit natürlich öfters gekommen. Ich glaube auch, das wird jetzt dann, wenn ich mal zu Hause in Ruhe mit meiner Frau und meiner Familie was trinke oder in den Urlaub fahre, mal so richtig realisieren, was das in den letzten Jahren alles so abgelaufen ist und ja, genießen, was man kann. Was bedeutet die HSG für dich und wann werden wir dich hier wiedersehen? Ich glaube, das, was heute passiert ist, ist HSG. Zusammenhalt, die ganze Stadt, die dahinter steht und ja, eine Mannschaft, die hungrig ist, die immer an sich glaubt und immer alles gibt für die Ziele. Und ich glaube, die Saison hat es gezeigt. Wir sind reingegangen, haben uns das Ziel gesetzt und haben es dann auch umsetzen können mit einer brutalen Mentalität in der Mannschaft, im Staff. Das ist HSG, wir arbeiten hart, wir arbeiten wahrscheinlich auch härter als andere Mannschaften, deshalb haben wir uns das verbieten. Und das gemeinsam mit so einer Kulisse feiern zu können, das ist für mich die HSG.